Einen wunderschönen Morgen, meine Lieben. Mein Name ist die Außenkryptografie. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr im 2024 und denkt dran, ja, auch wenn es 2024 ist, ist in der Kryptowelt alles genauso wie vorher und dazu kommen wir auch gleich in der folgenden Sendung für euch. Fangen wir mit den Schlagzeilen an und zwar in den ersten Stunden, ja, noch nicht mal ersten 12 Stunden, sondern tatsächlich nachts sogar, sind schon die ersten Hacks bzw. Exploits passiert. Wir fangen mit dem größten an, nämlich das hier. Orbit Bridge ist bei uns relativ unbekannt. An der Stelle unbedingt vorsichtig sein. Es ist nicht das Orbiter Bridge. Das Orbiter Bridge ist ein ZK Bridge, was ich in letzter Zeit auch selbst sehr oft benutzt habe, was super schnell und relativ günstig ist. Aber das Orbit Bridge ist ein Bridge nach dem alten Modell mit Liquidität Pools und das ist eher im asiatischen Raum ein Bridge, der sehr, sehr oft benutzt wird. Hat ca. 150 Millionen an TVL insgesamt und davon wurde mehr als die Hälfte, ja, zum aktuellen Zeitpunkt ca. 80 Millionen gedrained. Und na, ihr könnt schon raten, wer die Verdächtigen sind, denn es deutet alles darauf hin, dass die Nordkoreaner an der Stelle wieder aktiv waren. Und das ist auch das Problem. Ja. Das heißt, alles, was 23 war, wird in 24 genauso fortgeführt werden und solange das alles noch existiert, diese Unsicherheit und auch Smart Contract, die nicht genügend geauditet, geprüft und auch, sag ich mal, allenseits battle-tested sind, wird es auch solche Hacks weitergeben. Und das ist auch der Grund, warum ich es immer sage, wenn ihr überhaupt in Krypto hineingeht, dann bedenkt unbedingt dieses Risiken, ja, die an dieser Stelle existieren. Die existieren nicht in der traditionellen Welt und da muss man entsprechend sehr, sehr rigide Risikomanagement betreiben. Und kommen wir zum zweiten Hack, was noch nicht mal ein Hack-Exploit war, sondern eher ein Exploit. Nach diesem Motto Highly Profitable Trading Strategy, den der Avi Eisenberg einst vor mehr als einem Jahr mit Mango Magus damals betrieben hat, ist hier 1:1 auch passiert. Worum geht's? Es geht darum, dass bei generell, ja, immer wenn es um CDP geht, der praktisch Stablecoin Minting gegen irgendwelche Kollateralsicherheit, immer das Risiko besteht, dass eine Liquidation nicht richtig funktioniert oder dass insgesamt das Protokoll an sich, ja, Bad Debt, also schlechte Schulden anhäufen kann, wenn sich die Kurse zu schnell bewegen und die Liquidation nicht gut schnell funktioniert. Und in diesem Fall geht es um Token TRB, der ist an dieser Stelle, erfüllt alle Voraussetzungen für so ein Exploit. Warum? Erstens, niedrige Liquidität, zweitens, man kann sehr, sehr hohen Leverage eingehen und bei Synthetics, das ist der dritte Fall, nämlich die Sicherheitsmanagement nicht richtig betrieben. Warum? Synthetix hat an der Stelle gesagt, okay, ja, es gab genügend Exploits bei allen anderen Protokollen, wir haben daraus gelernt und setzen entsprechend für kleineren Produkte, also Token und generell für das Trading ein Limit ein, damit solchen Sachen nicht passieren kann. Aber, und das ist aber, die haben das falsch gesetzt. Und zwar, erstens, das wird manuell aktualisiert und zweitens haben die das nicht an den Dollarwert festgesetzt, sondern an der Anzahl der Token. Ja. Und da dieser TRB-Token, das Limit ist auf 250.000 Token gesetzt, nicht anhand des US-Dollarwerts, sondern auf den Tokenanzahl gesetzt wurde und dieser Token in den letzten Tagen, ne, über 2, 3, 5 oder so gepumpt ist nach oben, ist diese Limit insgesamt nach oben um 50-fach theoretisch gestiegen, ja, im US-Dollar-Wert und damit konnte eben auch die Trader an dieser Stelle, man vermutet DWS Labs dahinter, die haben das so schnell nach oben getrieben, den Kurs, weil das eben illiquide Coin ist, dass die an der Stelle in der Lage waren, über 12 Millionen an, sag ich mal, Short Interest aufzubauen und die Short, die waren in tausender Stellenbereiche. Das hat auch niemand genützt. Das heißt, Shorts werden an der Stelle an Longs bezahlen, an Fees, wenn die halt gehalten wäre, aber dadurch so viel Rendite, ja, durch das Shorten des Tokens generiert haben, haben die auch gar keine Notwendigkeit mehr, ja, das zu bezahlen. Und das ist natürlich zu letzten Endes, ja, zu natürlich als Schulden für die Synthetic Staker. Ja. Synthetics natürlich als Top-Protokoll promoted. Da gibt es genügend Mainstream-YouTuber und Twitterer, die immer, ja, Synthetics, ja, das Top-Produkt. Ja. Und ihr wisst ja, letztens auf Synthetics die Einstellung von ihren Token-Herausgabe. Ja. Sie haben gesagt, hey, ja, wir hören mit der Emission auf. Und ich habe damals, ja, in einem Video und auf meinem Twitter gepostet, ich habe gesagt, das ist ein net negativ für das ganze Ökosystem. Aber was ist passiert? Na gut, jetzt noch mein zweiter Schlag gegen die ganzen Synthetic Staker. Erstens, ja, die ganzen Emissionen fallen weg, das heißt Rendite fällt weg und zweitens nochmal Multimillionen Verluste für die ganzen Synthetic Staker an der Stelle. Und das wird natürlich das Problem, bei Synthetic sind natürlich diese Debt Pool, ja, diese Schuldenpool wird auf alle, ja, Staker nicht, du hast nicht dein eigenes Töpfchen, sondern du wühlst in dem Topf von allen, das heißt allen
sind der Dextaker Häufer an dieser Stelle Schulden an, die in dem System gemacht werden, das ist wie GMX, ne, so ähnlich. Und ja, ist natürlich leider ein Loss für die Synthetic Staker an der Stelle. Und man, hier kann auch, ne, auf der anderen Seite, wie viel Gewinn die auf einen Schlag gemacht haben, das ist einfach eine Multimillionenhöhe. Und ja, das ist ersten Stunden von 2024. Und wir kommen zu dem ECM-Thema. Das finde ich sehr interessant, dass diese Diskussion, was im Hintergrund geht, nämlich, ja, ihr wisst, viele haben sich beschwert, ja, ECM ist so teuer geworden, das sind wieder ganz normallos ausgepreist und das, da kann man aktuell gar nichts dagegen tun. Und sogar die großen Podcaster, ja, wie Bankless, das ist so stupide, ja, dass die immer in der Massenadaption ECM und so weiter, und dann geben die von sich selbst so Aussagen wie, ja, ECM ist nicht für normale Leute gedacht, ja, das ist eher ein B2B-Chain und niemand als Normalo sollte überhaupt ECM benutzen, alle, ja, sollen auf die Layer 2s und so gehen. Das ist, ja gut, ich will da nicht zu tief hineingehen. Und was tatsächlich dafür spricht, dass es eben auch permissionless und nicht zentralisiertes System ist, nämlich sowas hier. Man kann theoretisch, wenn man selber eine Node betreibt, da diese Limitanzahl, das ist die Gas-Fee, die bei Ethereum vorgesehen sind, die pro Block, das ist praktisch die maximale Transaktion, die einen Block hineinpassen sollen, also nicht die Anzahl, sondern wie viel Gas verbraucht werden soll in einem Block, das kann man theoretisch lokal bei sich in den Node anpassen. Das heißt, immer wenn man selber tatsächlich dran ist, ja, als Validator einen neuen Block zu proposen, könnte man an der Stelle viel mehr Transaktionen in die eigenen Block hineinnehmen und es auch entsprechend promoten. Aber, und es ist aber, solange nicht die Mehrheit der Leute, ja, die Nodes betreiben, diese Anpassung bei sich vornehmen, wird natürlich das Problem auftauchen, wenn ich dran bin, habe in meiner Node einen Block zur Proposal und ein Blockbau, der super viele, ja, Transaktionen drin hat, wird es natürlich von allen Validatoren, die nicht diese Einstellung haben, abgelehnt werden. Die sagen, na gut, das passt nicht, ja, du darfst in den Block nicht so viel Transaktionen mit reinnehmen. Das ist ja schön, dass du für die gesamte Ökonomie, ja, die Gas-Fee senken willst, indem du mehr Transaktionen in den Block reinlässt, aber das akzeptieren wir nicht. Ne? Das ist das gleiche System wie bei Bitcoin und das ist natürlich langfristig keine Lösung, dass nur einzelne Leute es machen. Das heißt, da müssen tatsächlich alle Ethereum-Staker oder zumindest Ethereum-Validatoren, die auch was gestaked haben, wenn man nicht staked, ja, hat, validiert man nur, wenn man es gestaked hat, kann man auch proposen. Und in diesem Fall müssen die natürlich alle an Bord sein. Und wir werden sehen, wohin sich die Reise geht. Und das ist etwas, was ich tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Und zwar NFT-Maschinen. Ich habe über NFT-Maschinen tatsächlich früher auch schon berichtet auf meinem Kanal, dass er ein NFT-Scammer war, der praktisch aus den irgendwelchen NFT-nutzlosen NFT emissioniert hat, von den Leuten das Geld abgegriffen hat, ja, auch nicht geliefert hat und da auch gesagt hat, ja gut, das Geld ist nicht mehr da, wenn ich mal das Geld wieder habe, ja, werde ich euch zurückzahlen. Hat er bis heute nicht gemacht und mittlerweile hat er natürlich unter einem neuen Account, ja, das heißt Scared of Boobs, wieder was Neues auf Solana gestartet, nach dem Motto, oh ja, gut, ja, niemand kümmert sich um Solana, ich bin da, ja, ich werde NFT auf Solana bringen und so weiter. Und ich habe das nicht betrachtet, dass er früher natürlich unter anderen Namen lief und jetzt natürlich über einen neuen Namen lief und sogar auf meinem Kanal repostet. Denkt dran, auf meinem Twitter-Kanal ist nicht das, was ich an Meinung habe, repostet, sondern alles, was ich für erachtenswert sehe, für meine Sendung, ja, die reposte ich damit, das ist wie Bookmarks für mich selbst. Ne? Das heißt, das sind nicht meine persönliche Zustimmung oder meine Meinung, teilweise sind sogar Anti-Meinung, also ich bin komplett andere Meinung wie das, was da ist, nur damit ich das nicht vergesse für meine Sendung, reposte ich für mich. Also nicht, dass mein Twitter-Kanal als, ne, richtig oder falsch nehmen. Und NFT-Maschinen ist natürlich an dieser Stelle auch als NFT-Kollektor oder Erzeuger tatsächlich Entwickler im Solana-Ökosystem unterwegs sein. Also unbedingt vorsichtig sein und kommt zum nächsten. Ja, und das ist natürlich auch 2023, 2024, 2025 wird immer das gleiche sein. Das heißt, die Meme-Coins, die werden kommen und gehen. Ich habe oft gesagt, Meme-Coin kann man richtig Geld verdienen, auch richtig viel Geld verdienen, aber, und es ist aber, da geht es nicht um Fundamentale, es geht nicht um Community und so weiter. Das Einzige, was bei Meme-Coin von Bedeutung ist, ist Timing. Ja, vor allem bei Meme-Coin, die ganz schnell pumpen und dumpen, geht es nur darum, richtig früh reinzugehen und so schnell so möglich viel Gewinne zu sichern und raus zu sein, bevor das Ganze anfängt zu dumpen. Und das ist eben mit Solana rückwärts geschrieben, passiert auf der Meme-Coin Market. Und kommst zum nächsten, StakeStone. Ja, StakeStone, das ist ein Stablecoin, ne, auf Manta. Manta ist so ein System, da habe ich nie angefasst bis heute, weil das, was die anbieten an der Stelle, mich nicht überzeugen konnte. Erstens, dass die gesagt haben, ja, wir sind super günstig, warum? Wir sind nur ein Rollup. Aber eigentlich sind die gar kein Rollup. Warum?
Die haben zu dem Zeitpunkt, wo die gelauncht sind, die haben noch nicht mal Settlement gehabt. Ja, die haben einfach die Daten bei sich vorgehalten nach dem Motto, wir werden das auf Eigen-DA settlen. Das bedeutet nichts anderes wie, wir werden letztendlich Daten auf Eigen-DA, was bis heute ja noch nicht gelauncht ist, ja, settlen. Das heißt, solange bis dahin halten die einfach nur vor sich hin. Ja, ist wie eine Sidechain, wie Polygon, ist auch nichts Verkehrtes da dran, aber sich selbst als Ethereum Rollup zu verkaufen, ist einfach totaler Quatsch. So. Und jetzt haben die gesagt, na gut, außer Eigen-DA machen wir jetzt noch zusätzlich andere Sachen, wie zwar eigentlich was wieder Blast und ja, was gemacht haben, nämlich wir lassen Leute zu, ja, dass die Token bei uns locken, ja, sowohl Ethereum als auch Stablecoin und geben, ja, wenn ihr sagt, ihr seid bereit, dieses Risiko einzugehen, geben euch sogar Rendite drauf und kündigen natürlich auch massiv Airdrop und sowas an. Das ist alles aus meiner Sicht sehr, sehr kritisch zu sehen, vor allem für eine Chain, ja, die, naja, sag ich mal, historisch nicht mit Bravour überzeugen konnte und vor allem, ja, dass die, vor allem die Großen hier an dieser Stakestone, ja, dass die sagen, naja gut, unser Smart Contract, die sind geauditet, aber wir haben auf der Chain was komplett anderes ausgerollt, das interessiert eh keinen. Ja, der guckt, die Leute, die zu uns kommen, die sind erst entweder zu dumm oder interessiert das nicht. Ne? Deswegen rollen wir einfach das aus auf der Chain, was wir wollen. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir geauditet haben. Und zweitens, wir machen das vielleicht sogar Closed Source. Ja? So nach dem Motto, naja gut, Closed Source ist schlechter zum Hacken für die Hacker und so weiter und besser für die User. Das ist auch totaler Unfug. Ja? Closed Source ist genauso einfach für die Hacker, letztendlich zu hacken wie Open Source. Wenn die wirklich ja, dran wollten. Und das ist eben, ja, das sind, wie gesagt, zu viele Fakten oder, sag ich mal, Aspekte, die für mich sagen, Manta, da lasse ich erstmal die Finger von. Das ist, da gibt es einfach genügend Alternative, die es besser machen mit mehr Transparenz, mehr konkreten ja, Sachen, die überzeugen können, was schon da ist. Und kommen zum nächsten. Wir haben, das ist ein langer Thread von Vitalik, hat er auch Ende letzten Jahr gepostet, nämlich überarbeitete Roadmap. Und da haben sich ja auch schon die ersten Bitcoin-Maxis drüber lustig gemacht. Denkt dran, die lagen in der Vergangenheit leider immer falsch, zu 100%. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ja, ich sage auch nicht, dass es gut ist. Ich sage nur, man sollte es in Betracht ziehen, was der da vorhat. Und vor allem, was ich gut finde, ist an dieser Stelle, wenn man sich genau reinliest. Ja, und das finde ich sehr gut, weil der wichtigste Punkt, ne, da hat er alles als gelb markiert, das hat die höchste Priorität aus meiner Sicht. Und das ist auch für mich ein Zeichen dafür, dass, wenn, was viele Maxi sagen, ja, der Vitalik, der ist der CEO von Ethereum, dass diese Ideen, die sind ja nicht von ihm, die sind aus Gegebenheiten in der realen Welt entstanden, nämlich diese ja, Zensurbedrohung für Ethereum, vor allem nicht durch ja, Code oder sonst was oder durch staatliche Entitäten, sondern ökonomisch. Ja. Das heißt, ökonomisch bedeutet nichts anderes, wie die meisten Leute wollen einfach dorthin, wo es am wenigsten zu tun ist und am meisten Rendite zu verdienen ist. Und wenn das bedeutet, dass das Ganze zentralisierter wird mit der Zeit, dann ist es den meisten Leuten auch egal. Ja. Typischerweise Lido an dieser Stelle. Und das sind Sachen, die er selbst auch nicht vorhergesehen hat. Und dass er jetzt sagt, okay, das hat höhere Priorität, als das Ganze zu skalieren oder weiterzuentwickeln und sonst was, das finde ich total gut. Und das heißt, er gibt seine persönliche Meinung zu dem Ganzen und wohin sich das Ganze bewegt, ja, er passt sich auch dem ganzen System an mit seiner Vorstellung. Und das ist natürlich eines der wichtigsten Faktoren, jetzt in dem ganzen Roadmap markiert. Und was natürlich auch wichtig ist, ja, wo ich gesagt habe, die ganzen Maxi lagen immer falsch, weil ich anguckt, was der Sailor gesagt hat, ja, Election, ja, Secret Election Leader. Das ist das Problem, wenn Leute von anderen Ökosystemen kommen, ob das Solana ist, Bitcoin oder sonst was, ja, die keine Ahnung, aber ja, von dem haben, was hier wirklich auf dem Plan steht, einfach nur den Namen lesen und sagen, oh, ja, Hokus Pokus, da ist der sonst was dahinter versteckt, ja, haltet euch fern von dem Mist und so weiter. Das ist halt Quatsch, ja. Ich gehe auch nicht woanders hin, wo ich absolut keine Ahnung habe und fange an, den Leuten zu erzählen, warum was gut oder was schlecht ist. Und ja, das sind auf jeden Fall sehr viele Interessante, was ich persönlich sehr drauf gespannt bin. Natürlich diese ganze Zensurgeschichte, da kann man viel drüber reden, aber diese Worker-Tree-Umstellung, das soll ein extremer Performance-Boost bringen, im Gegensatz zum bisherigen Merkle Tree. Merkle Tree ist sehr, sehr rechenintensiv, ja, und das ist auch der Grund, warum Ethereum bis heute sehr, sehr langsam ist, durch diese Merkle Tree Datenstruktur. Und Merkle Tree ist wesentlich effizienter, aber es dauert sehr lange, es umzusetzen, und dann natürlich auch Single Slot Finality. Ja, das heißt, bisher haben wir immer noch diese Multi, das heißt, wenn ihr eine Transaktion getätigt habt, müsst ihr entsprechend warten, bis die Transaktion tatsächlich 100% sicher ist. Und Single Slot Finality bedeutet nichts anderes, wie sobald die Transaktion einmal verarbeitet ist, müsst ihr nicht noch zwei weitere Epochen warten, bis die tatsächlich, ja, sag ich mal, zu 99,99% sicher ist auf der Chain.
sehr interessante Sachen auf jeden Fall dabei. Und natürlich zusätzlich letztendlich auch, dass man hier sieht, ja, dass an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Teams in unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig vorankommen, was die Weiterentwicklung angeht. Das ist also nicht nur ein einziger Punkt. Das ist nochmal was anderes, was die technische Umsetzung und sowas angeht, wie im Bereich zu Solana oder Co. Und kommen zum nächsten. Wir haben, wie immer, jeden Monat gibt es neue Unlocks und in diesem Fall auch im Januar gibt es genügend Unlocks insgesamt, vor allem auch bei großen Projekten. Nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, zum Beispiel unter anderem diese großen Aptos, Sui, Sei und so weiter, das kann in diesem Jahr ziemlich weit nach oben schießen. Das ist meine persönliche Meinung. Lasse ich euch nochmal einen Link da für meine Vorhersage für 2024. Denkt dran, vieles davon kann komplett daneben sein. Und kommen zum nächsten. Wir haben, und das ist auch eines der Gründe, warum es überhaupt Krypto gibt, dass viele Leute meiner Meinung nach nicht verstanden haben und sagen, oh, wir müssen Krypto regulieren und so weiter. Es geht nicht darum, dass Krypto, diese Maxi-Ideen, wir haben eine Parallele zu der TradFi, neue monetäre Politik, die niemand anfassen kann, und sonst was. Sondern es geht einfach darum, dass Krypto insgesamt bis heute fast unreguliert ist und vor allem in solchen, das sind minimalen Scams. Der hat die Leute, weil der große Reichweite hat um $150 betrogen. Der hat gesagt, okay, ich mache das für euch, die Leute haben mir 150 Euro bezahlt, der hat das nicht gemacht und gesagt, ich scheiße auf euch und das bleibt unbestraft und das ist eben der Grund, warum es auch Krypto gibt, weil Leute eben mal sowas betreiben können, aber das ist natürlich nichts positiv und das wird langfristig gesehen nicht funktionieren, aber solange es noch funktioniert, gibt es natürlich auch wiederum Möglichkeiten für viele Leute, da Geld zu machen und das sehen auch Leute, nicht nur mit Meme-Coins, nach dem Motto, warum soll ich 50 Seiten Sachen bei der Bank unterschreiben, nur um Optionen zu traden und dann noch die Bank 3 oder 5% abzugeben, wenn ich das mit Meme-Coin problemlos machen kann, ohne dass ich mich irgendjemand einschränken kann. Und dafür gibt es eben Krypto. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben Solana Wallet Drainer, ähnlich wie Ethereum Wallet Drainer, funktioniert praktisch nach dem gleichen Prinzip. Ihr werdet auf eine Scam- oder Fake-Seite gelockt, um irgendwelchen Sachen zu legitimisieren, also signieren und sobald ihr das macht, werden aus eurem Wallet entsprechend Sachen abgezogen. Das heißt, mit dem Aufstieg von Solana und natürlich auch andere Chains wird es die gleichen Tricks auch überall geben. Das sind einfach billige Tricks, die nicht viel an Programmierung im Hintergrund erfordern. Klar, die werden alles vorbereitet haben, Smart Contract und Co., aber das ist jetzt nicht so komplex, dass man spezielles Protokoll angreift. Es gibt da unterschiedliche Angriffsvektoren, die manchen zielen auf die Protokolle, andere zielen, die meisten zielen immer noch auf die End-User, die nicht vorbereitet sind, die nicht genügend Security darüber verfügen. Da habe ich auch einiges auf meinem Twitter repostet, dass auch OGs, wie die sich nennen, plötzlich ihren ganzen Wallet leergeräumt vorfinden, weil die sich mit irgendeiner Scam-Seite verbunden haben. Und das ist eben auch, Krypto bedeutet Selbstverwahrung, das heißt, ihr könnt euch auf niemand anderes verlassen und wenn etwas weg ist, ist es weg. Und das ist die Gefahr an der Stelle. Und eine vorletzte Sache, nämlich das habe ich gestern oder vorgestern aufgezeichnet auf Einzelprotokolle. Das ist ein Protokoll, wo ich auch vorgestellt habe in dem Solana-Video explizit. Ich habe gesagt, das ist ein hoch Risikoprotokoll, weil erstens, Audit liegt extrem lange zurück, zweitens extrem wenig TVL, sowas. Hat natürlich auch wiederum Vorteile, dass man sagen könnte, das wird den Hacker gar nicht interessieren, wenn die nur ein paar 100.000 in TVL haben, weil das ist praktisch der Maximalbetrag, den der Hacker theoretisch nach 2 oder 3 Monaten Recherche oder Nachforschen darüber abgreifen könnte. Die gucken sich eher größere Sachen an. Das kann wiederum positiv sein, aber das ist für mich immerhin, bei dem Protokoll gibt es einiges an rote Ampeln, deswegen war ich auch nur mit einem minimalen Spielbetrag drin und diese hohen APRs, die über die mehreren Minuten gab, das ist einfach davon gekommen, dass vermutlich irgendwelchen großen Leute ihren Token hin und her getradet haben. Und vor allem an dem Punkt, wo ich meine Liquidität gesetzt habe, das ist wichtig auch zu verstehen, bei konzentrierter Liquidität fast kein anderer Mensch unterwegs war. Und das ist keine Rendite, die über Langzeit laufen wird. Und das ist auch im Solana-Ökosystem. Auch wenn im Solana-Ökosystem insgesamt die Rendite wesentlich höher ist zum aktuellen Zeitpunkt als im Ethereum und Rollup. Layer 2 Ökosystem. Und eine letzte Sache, nämlich das hier. wenn Partys gefeiert werden, bei dem Meme-Coins als Sachen geschillt werden, dann sollte man definitiv vorsichtig sein und anfangen, die ersten Chips vom Tisch zu nehmen. Ich habe da schon vor einiger Zeit auf meinem Twitter gepostet, dass ich meinen Solana-Gewinne mitgenommen habe. Einmal bei, ich glaube, $93 und einmal bei 113, war ich komplett raus aus Solana und mittlerweile bin ich wieder im Liquidität-Pools drin. Ich glaube, mein Range bei 80 bis 110 oder $105 oder sowas liegt das. Das heißt, in dem Bereich werde ich einfach in nächste Zeit farmen auf Solana und das war es auch schon als erster Beitrag für euch aus dem neuen Jahr. Mein Name ist Gigi und nochmal für alle ein frohes neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.